Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Oswegoff, ich bin der Mediurs. Heute geht es mal wieder um Erste Hilfe und es geht um Kids, die wir nicht mehr in Vollständigkeit selber so packen, wie wir es mal gemacht haben. Es gibt mehrere Gründe dafür. Wir zeigen euch aber, was wir für entsprechende Kits für sinnvoll halten. Und heute geht es um das First Responder Kit. Das sehen wir jetzt einmal hier, was das war, was das ist, was das sein wird. Intro, Erklärbär, Attacke. Showtime, folks. Also, First Responder Kit. Was ist das First Responder Kit? Das First Responder Kit kann man sich so vorstellen, eine kleine erste Angriffstasche mit dem Allernötigsten, was aber wirklich sinnvoll ist und was Leben retten kann. Denn ich sage auch das immer wieder sehr, sehr gern und sehr, sehr inbrünstig und ich werde da auch nicht müde drum. In über 80% der Fälle, in denen Erste Hilfe geleistet werden muss, ist nicht der große böse Unbekannte, sondern jemand aus eurem allernächsten Beritt. Also, was gehört nun rein in so ein Erstangriffskit? Aus meiner Sicht am idealsten packt man sowas in so einen Ziploc-Beutel. Den kriegt ihr nicht bei uns, aber den kriegt ihr beim Discounter des Vertrauens. So, was noch? Witzig wäre ein paar Handschuhe. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so eine kleine Tüte, da sind insgesamt 4 Stück, also 2 Paar drin. In Blau, denn Blau für Erste Hilfe, Schwarz für Tätowierer, Köche und alle anderen. Als nächstes zur medizinischen Leckabwehr, gerade wenn ihr irgendwie auf der Autobahn unterwegs seid, wäre ein Tourniquet ganz witzig. Was sicherlich auch sinnvoll ist, ist eine Traumabandage. Eine davon sehen wir jetzt hier. Das Material, was ich beklatsche und besinge, das findet ihr unten auch in der Videobeschreibung, okay? Als nächstes wäre komprimierte Gase vielleicht ganz sinnvoll. Gerade da, wo ihr mit einem Tourniquet nicht rankommt und wo Löcher sind, wo keine hingehören, wo ihr mit der Traumabandage im Grunde so schnell kein Blutpott gewinnt. Da kommt dann Gase zum Einsatz. Was das war, was das ist, was das sein wird, packe ich euch einmal hier in die Videokarte. Für nicht ganz so großes, böses Ohr wäre ein Pflasterkit ganz sinnvoll. Denn das, was uns da draußen wirklich am allereinfachsten und am allerschnellsten aus dem Trott bringt, draußen im Gemüse, draußen im Gelände, das sind Verletzungen an unseren wichtigsten Werkzeugen, an den Händen. Und das kann ein kleiner Schnitt sein, das kann ein Splitter sein, das kann eine Mischung aus beiden sein. Und da macht ein Pflaster durchaus schon Sinn. Was auf jeden Fall reingehört, was in den meisten Survival-Kits nämlich gerne vergessen wird, das ist eine Rettungsdecke. Und meine 10 Lieblingsanwendungen für die Rettungsdecke, die gebe ich euch mal hier. Und auch so verschiedene andere Videos zur Anwendung und vor allem für das Warum. Eine Rettungsdecke ist ein Gegenstand zum Wärmeerhalt, funktioniert nach dem Prinzip der Reflexion. Auch dazu habe ich mich schon mehrfach ausgekaspert. Also packt euren Patienten bitte nicht wie Herder die tanzende Fleischwurst an, sondern da muss ein bisschen Luft zwischen der Folie und der, was wir ebenfalls sehr, sehr warm ans Herz legen, ist ein wasserfester Stift, um die Uhrzeit zu dokumentieren und zu notieren, wann zum Beispiel das Tourniquet angelegt wurde. Ja, es gibt dieses Fähnchen auf dem Tourniquet, wo Thieme draufsteht. Thieme hat in dem Fall nichts mit dem Verlag, hinter dem sich die Zeitschrift Rettungsdienst befindet, zu tun, sondern Thieme ist in dem Fall die Zeit, wo es angelegt wird, also Time quasi. Der Haken an der Sache ist, dass das alles sehr, sehr gern übersehen wird. Wenn du die Uhrzeit auf diesem Schmierzettel ungefähr in dieser Höhe in freundlich dezenten lebensbejahenden Mitternacht schwarz notierst und dieser Schmierzettel kommt nicht zeitgleich im Krankenhaus mit dem entsprechenden restlichen Körper und dem dazugehörigen Tourniquet an, dann ist irgendwas Grundsätzliches schiefgelaufen und dann ist das Tourniquet wirklich das geringste Problem unserer Patienten, okay? So, wie auch bei dem Minimalist-Kit, was ich fleißig beklatscht und besungen habe,
Auch da können zum Beispiel rein für Leute, die sich dazu berufen fühlen, was gegen Kopfschmerzen, was gegen Kopfschmerzen, was gegen Migräne und so weiter und so fort. Für die Mädels unter euch, Buscopan oder Buscopan Plus, einmal im Monat seid ihr damit dran, tralala. Viele von euch kommen damit einigermaßen gut klar, die meisten aber halt nicht. Also um entsprechende Bauchkrämpfe und die entsprechenden Schmerzen im Zaum zu halten, Buscopan oder Buscopan Plus, je nachdem, womit ihr am besten klarkommt. Was kann noch rein? Leute, eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und es kommt immer darauf an, was ihr damit vorhabt, was eure Bedürfnisse sind. Eure Bedürfnisse kenne ich nicht. Einen habe ich noch, was da zum Beispiel auch rein kann, gerade wenn ihr selber Profi-Allergiker seid und ein entsprechendes Kit verschrieben habt, dann entweder das Allergiker-Kit oder gegebenenfalls sogar ein Epinephrin-Pen. Und auch dazu werde ich mich nochmal auskaspern. Kinnings, das war also der Ausflug in die Kits, die wir nicht in der Art und Weise selber mehr packen. Aber das Material dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und da findet ihr auch viele, viele weitere Informationen. Kinnings, mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.